Franzi und David. Die beiden haben letztes Jahr im Juli geheiratet und ja, ich werde sie jetzt ein bisschen über ihre Hochzeit damals ausquetschen. Wie es denn so war, ob es irgendwie Pannen, kleine Pech und Pannen gab. Und ja, wieso ja, sie die Hochzeit dann letztendlich empfunden haben. Wie lief es bei euch generell ab? Fangen wir mal mit den Bleiben, Pech und Pannen an. Bleiben, Pech und Pannen? Zwei. Zwei? Ich habe zwei. Du kannst ja mal anfangen. Okay, meins war, dass das Geburtenregister nicht gepasst hat, ja, zu meinem jetzigen Namen. Und das, als wir, haben wir getrennt vor der Hochzeit geschlafen, oder vor dem Hochzeitstag getrennt geschlafen. Als dann ich zur Ruhe gekommen war nach dem Grenzen und endlich ein Glas Wein in der Hand hatte, die Fotografin angerufen hat und gesagt hat, sie sagt ab. Sie sitzt in Madrid am Flughafen, es stürmt so, sie konnte halt leider nicht mehr nach Deutschland kommen. Wir haben keinen Fotografen. Das war so der größte Schockmoment vor der Hochzeit unmittelbar, wo du sagst, okay, der Super-GAU hilft einem, was machst du jetzt? Wir hatten so von morgens, vom Fertigmachen beim Friseur bis Mitternacht hatten wir die und noch länger, also wir hatten sie wirklich über den ganzen Tag, bis wir sie heimgeschickt hatten, gebucht gehabt und ja, um da jetzt einen Ersatz zu finden war natürlich, also wir hatten ja im Vertrag geregelt, dass sie uns einen Ersatz stellen muss, also dass sie einen Ersatz also selber gucken muss, uns den stellen muss. Allerdings hatten wir halt dann das Problem, die war halt wirklich vom Standesamt nur bis abends um 9 Uhr. Also sie hat nicht die Zeit abgedeckt. Ja. Wo wir eigentlich wollten, dass Bilder gemacht wurden oder werden sollen. Ja, aber dann hat uns Gott sei Dank Steffi, die erst eigentlich neun von mir eingeführt werden soll an dem Tag. Und dann habe ich meinen netten Großcousin angerufen, das ist der Freund von der lieben Frau hier, ob sie einspringen kann morgens. Damit hat sie uns echt den Arsch gerettet. Vor allem die Morgensbilder wären sonst komplett nicht da gewesen und so war das einfach echt. Mit einer Hausgebrauchskamera als die Bilderkamera. Also es sind trotzdem wunderschöne Bilder geworden, also die Frau versteht was von dem hat weg. Ja, das sind meine beiden Bildungen. Wobei man ja sagen muss, ich stand an dem Tag schon 5 Stunden in Frankfurt, bin am Bahnhof gestanden, bin nicht reingekommen. Ich war schon eigentlich so davor, wenn der nächste Zug nicht gefahren wäre, ich wäre nach Hause gegangen, ich hatte die Schnauze voll, kam nachts um, es war 23:30 Uhr, als du angekommen bist. Ja, wir hatten auch erst um, ich glaube, 10:30 Uhr, um 10:30 Uhr den Anruf gekriegt. Also, ja, ich war gerade bei uns weggefahren quasi, du bist ja gegangen. Und die Kamera hatte ich natürlich auch nicht dabei. Ich hätte die ja natürlich mitnehmen können, ne? Ja. Also, ich stand ja ewig, ich stand ja noch in Frankfurt. 5 Stunden, ohne der Zug ist nicht gefahren. Ja. Und dann habt ihr mir quasi so eine ganz... Aber wir haben dann die Spezialeinführung in unsere Familie gehen. Gleich direkt morgens mit der Braut. Morgens um 7 Uhr. Ja. Bis zum Standesamt war ich noch. Ja. Und dann abends hatte sie frei, ich durfte nicht frei. Sehr nett. Nee, aber ein Pechpann? Der hatte jetzt drei, ja. Das dritte war noch das, in der Location zwischendurch, was vorher schon der Jägermeister aus war. Aber gut, das haben sie dann geregelt. Da haben sie nochmal organisiert. Ja. Mit denen konnten wir echt super reden, wir haben auch alles gemacht getan. Also ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich aber. Ich dachte, du erinnerst dich nicht mehr. Doch, das ist erst um 1, das war um 10 oder so. Ja. Ihr seid also Jägermeister-Fans. Da wirklich nicht. Nein, das heißt Fans, aber es war halt in der Pauschale drin und was drin ist und wenn es dann leer ist, dann... Er trinkt ihn auch sehr. Ja, komm schon. Also er hatte den am Jägermeister-Platz gemacht. Ich nicht, die anderen. Ja, ja. Ich habe nicht so viel getrunken. Das nicht. Ja, zum Schluss hat man lieber Weinflaschen. Ja. Flaschenweise auf der Tanzfläche. Nein, das war nicht. Ich glaube, sonst hat alles geklappt. Ja, nee, eigentlich ist dadurch wirklich, dass wir vorher detailgetreu alles geplant haben, alles abgeben konnten, war eigentlich echt entspannt für uns an dem Tag. Wie gesagt, ja gut, dass der Fotograf sagt, irgendwas geht immer schief. Ich war froh, dass es den Abend vorher war und nicht an dem Tag uns erst getroffen hat. So konntest du vielleicht noch ein bisschen reagieren. Ja, das mit dem Geburtenregister konnte man auch. Mit mehr oder weniger. Ja, auch dadurch, dass wir halt sehr früh dran waren, das alles rechtzeitig klären. Und wir hatten den Jägermeister, den haben sie uns auch angekarrt. Also wir hatten eigentlich rundum echt eine geile Hochzeit. Ja. Also feiern würde ich nochmal, ja, feiern würde ich nochmal.
Das sind wir uns einig. Die Party werden wir so nochmal nehmen, aber... Organisation ist heftig. Ja, das ist einfach... Ja, man hängt dann ja wirklich ein Jahr drin, ne? Also, und man hofft dann auch, alles geklappt. Das passt alles so, wie man sich es vorgestellt hat. Ja. Also, da ist man dann froh, wenn der Tag auch da ist und dann auch alles so funktioniert. Also, man muss das aber, glaube ich, auch ein bisschen relaxed angehen, oder? Sonst wird es ja auch ein Marathon. Ja. Und was würdet ihr sagen, wie soll man mit so Pannensituationen jetzt wie mit dem Fotografen umgehen? Also ich meine, es war bestimmt ein Riesenschock, aber ich meine... Okay, der meine war ja ganz gut geholfen. Es bringt ja alles nicht, man muss trotzdem probieren, einen kühlen Kopf zu bewahren. Du, also ich habe gleich David angerufen. Ja, du hast mich angerufen, da habe ich erst gedacht, ja, das ist ein Scherz. ja, aber dann konntest du ja eh nicht viel machen. Und dann hatte irgendeiner von uns beiden halt irgendwie den Einfall, dich zu fragen noch schnell. Ja, und dann habe ich, du hast gesagt, was ist denn, wenn du Jan anrufst, der bringt doch Steffi mit und ist der Fotografen. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nie machen. Wir lernen uns alle neu kennen, das kann ich nie machen. Also ja, dann hast du morgens keine Fotografie. Ja, okay, dann muss ich jetzt mal auf meinen Schatten springen und muss anrufen. Also das war schon, eigentlich wollte ich es nicht machen, aber im Endeffekt bin ich sehr dankbar, damit wir das gemacht haben. Weil, also eigentlich hilft nur cool im Kopf, wenn man sprechen. Ja, also Ideen, auch mit den Leuten dann ansprechen. Ja, Ideen überlegen, was kann jetzt bei, oder auch andere noch fragen, wie können wir jetzt weiter, habt ihr eine Idee? Mhm. Wie kamen wir an die Kameras? Also eine war, glaube ich, von deinen Eltern. Ja, genau. Also ich hatte zwei, ich hatte sogar zwei Kameras. Das andere war von meiner Schwester, die Spiegelreflex, ja. Und das andere von deinen Eltern, die Spiegelreflex, ja. Mit so einem Kit-Objektiv auch. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich mag die Bilder nach wie vor immer noch, wenn ich so nah aus dem Poker ist. Ja, die Kamera macht viel, aber genau. Nee, war echt top. Und der Laden war zwar nicht super düster, zum Glück, also das war relativ hell, für die Kamera war es düster, aber es war noch so, dass... Und der Laden an sich war, finde ich, also ich finde, der war traumhaft. Ja. Der ist einfach stilvoll eingerichtet mit Kronleuchtern und schönen Spiegeln und Blumen und so ein bisschen Vintage-Style. Ja, echt schön. Also das hat auch echt noch geholfen, was da hell war. Ja, sehr schön. Wie war denn generell so euer Ablauf? Also wir zwei, ich weiß ja, wir sind ja morgens dann zum Friseur. Genau, da hat mich ja mein Papa mit dem Brautauto abgeholt. Also mein Trauzeuge war mit beim Friseur morgens. Mhm. Da wurden wir beiden zurecht gemacht, da haben wir uns angezogen. Und dann kam ja der Papa mit der Kutsche. Ja, mit dem Eingang habe ich mich da irgendwie so erlaubt mit dem Betrieb, aber es hat irgendwie funktioniert. Da kam Papa mit dem Auto und dem Chauffeur. Wo kam das her? Das ist von dem tatsächlich, oder der Chauffeur ist ein Arbeitskollege von meinem Papa gewesen und der steht auf Oldtimer und es war direkt sein Auto und die Bezahlung waren da wirklich zwei Bierkisten. Also es ist eigentlich unverschämt für so ein Auto gewesen, aber man hatte Glück im Unglück in der Situation. Ich habe gesagt, Papa, du kümmerst dich um das Auto, weil du holst mich ab und du bringst mich auch dahin. Also liegt es in deiner Verantwortung, mach was daraus, wenn ich sage, wir hatten ja da einen geilen Schritt hingestellt. Also, war echt cool. Doch, ja, da ging es ja weiter ins Standesamt. Wie war es bei dir morgens? Einziehen und ins Standesamt. Ging schnell, ne? Ja, das willst du ja groß machen. Ja. Aber beim Brautstyling morgens, wenn ich die Männer auch noch mit fotografieren kann, wenn sie zum Beispiel im Hotel sind oder so, so 2 Stunden die Braut, ich geh mal kurz 10 Minuten rüber zu deinem Mann. Ja, das glaubst du, das ist halt die Akkufrühstück. Und dann haben wir uns das erste Mal im Standesamt gesehen. Also im Standesamt haben wir uns das erste Mal gesehen, da war halt nur im Kleinkreis mit Großeltern, Trauzeugen. Eltern und Geschwister. Trauzeugen, Partner, Eltern und Geschwister. Mhm. Um es komplett zu machen. Und dann sind wir rausgekommen, da standen dann halt alle und wollten gratulieren. Ja, dann hast du einfach Bier, Sekt und was weiß ich. Genau, das haben wir vorneweg gesagt. Das wollen von uns die Getränke machen draußen, weil das ist ja auf dem Dorf so üblich, dass da jeder jedem auch gratuliert gerne und dass auch Leute kommen, die eigentlich gar nichts mit der Hochzeit zu tun haben, aber gerne gratulieren wollen, weil sie aus dem Verein kommen oder Freunde sind oder sowas. Da hat man prophylaktisch schon für Bier, Sekt und alkoholfreie Getränke besorgt. Da haben wir da noch ein paar Fotos mit der Fotografin gemacht. Genau, die dann auch da so. Genau, die da mittlerweile auf der Ersatz. Dann sind wir von da weitergefahren zum Fotos machen, 2 Stunden.
Da würde ich auch nicht mehr Zeit einplanen, weil das ist... Also 2 Stunden ist ausreichend. Genau. Ich sage, wenn mir jetzt ein Opa zu mir sagt, halbe Stunde haben wir Zeit, dann sage ich, oh, das wird aber eng. Das wird eng, ja. Weil das ist dann nur Gehetze und bis man sich auf mich eingestellt hat, also ich stelle mich schnell auf ein Brautpaar ein, aber die müssen ja auch irgendwie wissen, wie läuft es, wenn wir ab und zu halbe Stunde zu knapp. Finde ich, ja. Aber mehr als 2 Stunden brauchen wir auch nicht. Beiden. Also das haben wir ja auch nicht länger. Nee. Also 2,5 Stunden oder so, aber gut, ja, in dem Fall. Ja, mit dem Fall. Also nee, mehr als 2 Stunden. Ist okay. 2 Stunden ist uns das für mich. Ist gut. Und dann haben wir. Ein paar Fotos und dann sind wir von da aus zur Location gefahren. Und da hat sie sich dann wieder versteckt. Genau, die versteckt, glaube ich, haben die alle gesehen haben. Aber da muss man ja auch erwähnen, dass die Gäste konnten ja quasi im Hotel bleiben, die schon da waren. Also die konnten da hinkommen, wir hatten gesagt, dass sie frisch machen. 14:30. Ja gut, die schon da waren, hatten ja ein Zimmer, wenn die da ein Hotelzimmer hatten. Genau, ja. Wir hatten halt auch 2 Hotelzimmer, also 2 Hotels angeboten, etwas teures, etwas günstigeres, damit sich halt für jeden Geldbeutel was dabei war. Dann haben halt für die, die auch von auswärts kommen, damit die Schlafmöglichkeiten, dann hätten sie ja komplett ein anderes Hotel suchen können. Ja. Dann hat man noch da 14:30 oder haben wir gesagt, alle da, so ungefähr 15 Uhr sollte die freie Trauung sein. Oder 15:15. Ja, dann war freie Trauung für alle Gäste, die eingeladen waren. Genau, weil, also wir hatten da einen Kompromiss, weil ich halt konnte nicht kirchlich heiraten, weil ich nicht kirchlich bin. Das Standesamt haben wir nicht alle reingekriegt. Es gibt kein Standesamt für 110 Leute, für 120 Leute, also mit Kindern waren wir 120 Leute. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwas finden, was den Kompromiss zwischen Standesamt, Kirche und einem schließt. Und dann haben wir eine super freie Trauerrednerin gefunden, die das mit Ritualen und Ehe, Versprechen und alles auf uns und wir mit ihr direkt abgestimmt haben. Ja, dann war nach dem Nachher sind wir rausgegangen, dann kam alles zum Gratulieren, dann gab es Geschenke, dann gab es Kaffee und Kuchen. Segen musste man. Ja gut, wir sind auch gesegnet haben da. Und dann gab es Kaffee. Aber das war das einzige, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das war das einzige Spiel. Ja, und den, also die Tiershow, die da abends kommt. Ja, das ist ein Spiel. Aber das war das einzige, wo ihr tatsächlich ran musste, da sägen. Ja, haben wir gesägt und dann nach dem Kaffee sind wir dann losgegangen, haben nochmal Fotos mit ihr, erst allein, dann mit halt in Gruppen gemacht. Dann haben wir so 10 Gruppen uns vorher aufgeschrieben. Also hat das vorher Familie, Freunde, Freunde da, Freunde hier. Hat uns Zettel gegeben, da waren 10 Gruppen aufgeschrieben, wie wir die Gruppenfotos haben wollten, haben uns halt vorher Plan gemacht, ob wir mit Trauzeugen, ohne Trauzeugen, mit Familie, mit großer Familie, mit kleiner Familie, mit David und mit meiner. Ja. Und das hatten dann auch die Trauzeugen relativ gut organisiert, dass die dann immer, also hatten wir eine 3-4 Stunden nochmal Fotos. Also da muss ich auch sagen, dass ich dann auch irgendwann so, da wollte ich dann auch einfach nur noch feiern und den Tag auch mal genießen. Aber bis dahin war es ja wirklich ein straffer Zeitplan. Aber waren auch die Gruppenbilder dann so detailliert wichtig? Ja, gerade so, ich glaube, das ist was Tolles für Eltern. Großeltern, so gerade, die erinnern sich gerne daran. Also für mich persönlich wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, aber als für ein Geschenk für danach oder so, ist es halt was total Schönes, wenn man sagen kann, hier Großeltern, ja, hier sind eure Enkel. Trotzdem auch nochmal alle, nicht nur auf jedem großen Bild drauf, sondern alle auch einzeln. Ja. Also man kann auch mal sehen, ob wer da war. Genau. Meine Trauzeugin oder meine Junggesellin vom Junggesellenabschied fanden das auch total toll. Oder die Clique, alle, die wir in München auch haben, die fanden es auch schön, dass man nur ein Foto mal wieder von denen entstanden ist. Mhm. Also, ja. Ja, dann war eigentlich danach, ja, reingehen halt in die Location. Da hatten wir dann eigentlich schon aufgeschrieben, dass wir dann das Spiel erklären, aber als die Leute das auf dem Tisch gesehen haben, ging es sofort los. Das war dann halt für uns dann mal so 10 Minuten wirklich hinsetzen und einfach nur das Gewusel im Saal gucken. Genau, da haben wir wirklich nur beobachtet, da haben wir mal was getrunken, haben mal gesessen. Und haben nur den ganzen Verlauf und sagen, wie jeder. Das war also vielleicht mal zum kurz erklären. Ihr hattet ja quasi Regeln auf jedem Tisch aufgeschrieben. Genau, und wir hatten für jeden Tisch andere sogar. Nee, die Regeln waren also die gleiche. Die gleiche im Bilderraum und im anderen Bilderraum waren Fragen. Aus der Aufgabe. Ja. Also Fotografie, die unbeheirateten Frauen sind 30. Genau, oder die Kleid mit dem, oder die Frauen mit demselben Kleidfarbe oder alle Männer, die bei demselben Fußballverein gespielt haben oder sowas. Ja. Also, genau, damit quasi mit einer Kamera. Genau, eine Kamera hat man 2 Stück auf jedem Tisch stehen und somit hatten die sich alle da untereinander
Wir hatten auch alle Namensschilder gemacht, also damit sich ja jeder kann, wenn sie nicht ansprechen. Das war eine Geschichte, ja, offensichtlich. Ja. Ich fand es gut, weil es war ja Pflicht, dass es nicht am Tisch gelöst werden durfte. Genau, aber wir haben da schon drauf geachtet, wenn wir vorhin sitzen haben, dass man halt auch so die Aufgaben wählt, dass man halt sich untereinander die Tische kommunizieren muss miteinander. Ja, und so lernt man sich auch ein bisschen kennen, noch so viel tut. Also diese Mauer, ne? So, ja, ich traue mich jetzt nicht anzusprechen, oder ich kenne ihn ja nicht. Und so hat man vielleicht ein gemeinsames Foto gemacht und trifft sich dann wieder in der Bar und kann dann vielleicht wieder drüber quatschen. Also, sollte halt zum Auflockern dienen. Und ich glaube auch, das ist eine sehr, sehr gute Alternative, was eigentlich noch besser ist, als wenn man anfängt, es vorzustellen. Ja. Ich habe jetzt gerade ein Brautpaar, wo ich glaube, dass der Trauzeuge jetzt planen möchte, dass er ihn eigentlich vorstellt. Mhm. Und die das haben auch 120 Gäste. Nee, oder 90. 90, 120. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie wollten ihr das machen? Selbst wenn eine Person, ja, muss ja alle erwähnen, irgendwas Nettes sagen. Ja. Das Interessante ist, dass sie nicht allein schlafen dabei. Ja. 30 Sekunden pro Person, ja, und bis zu 2 Stunden beschäftigt. Ja. Also man schafft es nicht mal mit allen ca. 5 Minuten zu reden. Also wenn du dir vornimmst, wenn du jetzt so wie als Brautpaar, ja, als Brautpaar, wenn du jetzt dir vornimmst, mit allen 5 Minuten vielleicht mal zu quatschen, die da sind, und deine Zeit aufzuwenden, das schaffst du auch jeden Tag nicht, weil du einfach irgendwie immer, ja, zu tun, also du hast positiv zu tun. Du bist entweder am Tanzen mit allen oder du stehst in der Gruppe, aber du hast ja nicht die Zeit, als Brautpaar mit jedem Einzelnen zu reden. Nee, das, ja, ist gut, komisch. Also von daher, das war echt ein super cooles Spiel. Und später kann man es ja dann ausdrucken und also auflichten, genau, lassen und dann schön ein. Hat man, genau. Da haben wir alle also auch fertig machen lassen und dann haben wir uns so ein selber, also wo man hier so Bilder einklebt, dann ein Fotobuch gekauft und dann haben wir die alle schön nach den Aufgaben hinten eingeklebt. Ja. Gut, ja, finde ich gut. Dann war Abendessen. Ja, das Buffet, ne? Ja. Genau. Ja gut, was man da noch sagen muss, das hat die Location von sich aus gemacht, was ganz gut war, die haben die Tische einzeln dann aufgerufen vom Essen gehen. Genau. Sie, zumindest die erste Runde, dann ist halt nicht so eine riesen Schlange da, man kann auch sitzen bleiben, die anderen, die noch nicht dran sind, können noch quatschen. Und die wurden dann einzeln zum Buffet geholt. Also zum Tischweise wurden die. Was wir halt dann, als wir das gesehen haben, die schlecht fanden. Also, ja, weil du gesagt hast, haben, keine ewigen Wartezeiten und das gut, der Tisch, wo das Brautpaar jetzt dran sitzt, das war halt der erste Tisch mit den Eltern. Ja, aber die anderen hatten noch keine Wartezeit davor, Buffet und waren schon, genau, alles da. Aber die anderen konnten halt in Ruhe was trinken noch und wurden dann halt zum Buffet gerufen. Also das fanden wir recht gut gelöst, ja, weil du halt keine lange Wartezeit hast. Und dann war Essen. Ja, und dann ging's. Dann haben sich alle noch mal so ein bisschen verteilt, weil man konnte, wir hatten halt die Location, konnte man überall hin, draußen drin, wie man wollte. Haben sich alle verteilt, aber. Es war auch echt warm. Es war schön, nein, angenehm. Es war gut. Also es war gutes Wetter. Es war, und. Ja, es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt, aber. Nach dem Essen waren halt viele noch mal raus und haben wollten halt noch ein bisschen beim schönen Wetter sitzen und nicht direkt schon wieder drin. Ja, und dann war noch einmal die Sache mit der. Die ja mit der Show, genau, von den Bildern so, von den 100 Jahren, die wir jetzt schon leben, also von den 30 Jahren knapp, wo halt ja einmal das Leben von beiden vorgestellt wurde. Und dann war das, was jeder machen wollte, wenn ja man nach Hause wollte. Oder wie wir einfach dann trinken, feiern, Spaß haben. Ja, ja, das war der Ablauf. Achso, Hochzeitstanz gab es glaube ich auch noch irgendwo. Ja, gut. Sorry, aber der war uns jetzt nicht so. Hochzeitstanz haben wir jetzt auch noch gemacht, ja, auch wenn wir nicht tanzen können. Ja. Ja, aber danach war dann. Genau, da war dann wirklich. Danach kam der Filmriss. Nee. Der Filmriss war es nicht, damit haben wir sehr gut getrunken. Ja. Wir hatten pauschal bis 2 und ab 1 habe ich dann Weinflaschen getrunken. Ja, ganze. Ja. Also unsere Pauschale ging wirklich bis 2 und danach waren es nochmal knapp 30 Flaschen Wein getrunken worden. Und bis 5 ging unsere Feier. 5. Nee, 5 haben wir den Chef. Ja. Ausschalten lassen, ja. Gut, da waren wir auch nur noch zu 5 auf der Tanzfläche. Ja, ja, krass. Mhm. Also so resümierend, also ihr, ist es so, ja, wie ihr es euch vorgestellt, ja, habt? War unsere Hochzeit. Ja. Definitiv. Wie gesagt, wir würden es ja auch nochmal machen, nur ohne das ganze Plan, nur das Feiern. Wir laden euch dann selber ein. Ja, genau. Was wir auch jedem empfehlen würden noch, ist noch jetzt eingefallen, dass man danach sich vielleicht, wenn man nicht gerade eine Hochzeitsreise selber macht. Genau, wenn man nicht jetzt plant, großartig wegzufahren. Dass man wenigstens 2-3 Tage rausgeht.
zwei, drei Tage, und wenn es nur 100 Kilometer weg ist oder 200. Ja, einfach um Schlaf nachzuholen, um es zu realisieren. Wir hatten unsere ganzen Hochzeitskarten mit und unser Gästebuch und haben uns da die Zeit genommen und haben es gelesen und haben uns jede Karte einzeln angeguckt noch. Und also nur mal kurz raus. Ja, einfach raus, abschalten, das realisieren, was man die Chance hat. Ja, wenn man das kann. Ja. Wie viele Kinder hattet ihr denn bei euch dabei? Sechs. Sechs, also eigentlich gar nicht so viele. Wir hatten von einem halben Jahr bis sechs, nee, bis fünf Jahre. Ja. Ja. In Summe an Kindern? Ja, sechs. Von einem halben bis fünf Jahre sechs Kinder verteilt. Okay. Und dann halt noch Jugendliche. Ja, dann halt noch. Zwölf. Von 12 bis 16 hatten wir auch nochmal. Vier. Fünf. Ja. Ja. Vier auf der Karte. Also wir hatten so knapp 10 unter 18. Okay, das ist aber nicht viel. Nee. Also habt ihr auch gar nicht so groß was für die Kinder geplant? Oder wie war das fürs Babysitten und so? Da hatte ich, also meine Trauzeugin ist Kindergärtnerin bzw. Erzieherin, was heißt das ja jetzt? Mit der hatte ich da lange drüber gesprochen und sie hat gesagt, ganz kleine Kinder können es eh noch nicht annehmen, also weil die drei waren wirklich so in einem Jahr von einem halben bis einem Jahr, anderthalb Jahre. Da passen die Eltern eh die ganze Zeit auf. Und für die anderen Kinder, die halt dann sich so dazwischen drin bewegt haben, hatte sie jetzt zum Beispiel Brettspiele mit oder Kartenspiele oder was zu malen. Also da hatte sie sich jetzt drum gekümmert. Aber man muss auch sagen, die Kinder, das ist dann auch so ein Selbstläufer auf so einer Hochzeit, die müssen nicht bespaßt werden, weil wenn da Musik an ist, wenn da so viele Leute sind oder wenn die raus können, dann reicht ihnen auch einfach ein Ball und die rennen da rum und beschäftigen sich da eigentlich mehr oder weniger mit sich selbst. Mhm. Dann, also hatte ich jetzt das Gefühl, mussten auch die Eltern nicht so viel hinterher sein. Ich denke, es ist nur dann eher ein bisschen problematisch, wenn es ganz arg viele sind, wo man wirklich ein bisschen gucken muss. Ja. Und wenn es gegen Abend wird, wenn sie dann schon ein bisschen so müde werden und sich gerne mal irgendwie halt aus Müdigkeit sich irgendwo stoßen oder so. Aber bei euch war das halt auch super, dass die haben dann ihre Kinder hingelegt und dann Babyfon runter und dann haben die weitergefeiert, also weiter mit. Ja, das war halt echt optimal, das war richtig gut. Und wir hatten halt als Idee, wenn man jetzt vielleicht nicht diese Umstände mit dem Hotel dran hat, so ein Zelt aufbauen und dann die Kinder so eine Art wie in einem Nebenraum zelten lassen. Mhm. Das fetzt denen halt auch. Und haben, also hätten wir jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, hätten wir jetzt auch uns überlegt gehabt, ein Zelt aufzubauen, Decken rein, Kissen rein. Und mit Büchern das alles einfach auslegen und dann hätten die ja halt auch einfach umfallen können und die Eltern hätten sie rausgeholt. Also so hatte ich jetzt mit meiner Trauzeugin mal gesprochen, weil dann können die Eltern weiter feiern, aber die Kinder sind auch nicht weit weg und du hast trotzdem, und wenn sie müde sind, dann fallen sie da drin einfach um und dann trotzdem was zum Schlafen und dann nimmt man sie mit nach Hause. Das ist auch eine echt gute Idee. Sehr, sehr cool. Ja. Also so waren wir jetzt mal. Wie habt ihr die Hochzeitstorte organisiert? Habt ihr da irgendwie so ein bisschen was Besonderes gewollt? Oder? Ja, also wir wollten jetzt nichts Pompöses, Tamtam, aussehen wie eine Prinzessin-Torte. Ja, genau wie mit deinem Kleid. Ja. Freunde von uns, da arbeitet die Frau oder die Frau von beim Bäcker und der Cousin ist Konditormeister. Und da hat sie gesagt, hey, wenn ihr da, ne, der macht alles, der hat da so und so viele Lehrgänge dafür und kann alles aus Fondant und Manzipan und ich so, alles klar, habt ihr denn schon eine Vorstellung, was das ist? Und dann habe ich gesagt, nee. Ja, und dann hat sie einen Termin über sie und mit ihm vereinbart und dann bin ich dahin und dann habe ich mit ihm gesprochen, dass wir halt nichts zu Süßes haben wollen, also nur so Cremes und so, sondern eher was fruchtig, Erfrischendes für den Sommer halt. Und da hat er uns da 5 Etagen mit 5 verschiedenen Sorten, die wir uns vorher ausgesucht haben, gezaubert. Und Obst. Genau, Obstsorten hatten wir. Wir hatten Waldfrucht, Zitrone, Pfirsich, Maracuja. Also schon. Die haben wir gegessen. Nee, hatte ich auch nicht, aber ich wusste, dass es drin war. Und dann haben wir halt außenrum so, hatte ich mit ihm gesagt, David ist Fußballer, ich bin Bobfahrer. Hey, wäre doch cool, wenn wir daraus was machen könnten. Und dann sagte er dann auch gleich, ja cool, machen wir es und so. Und dann sage ich, pass auf, du bist der Meister da drin. Ich brauche am 8.7. eine Hochzeitstorte. Ich habe dir gesagt, was ich möchte. Mach, zauber mir was. Ja. Und so ist die Hochzeitstorte verlaufen. Also, und dann hat er die geliefert. Und haben sie auch das erste Mal an dem Tag gesehen. Also, ja, aber er hat uns jetzt keine Bilder von irgendwelchen Figuren oder so geschickt. Also habe ich da auch voll auf ihn verlassen, dass er das kann. Und überraschend dann quasi.
Ich glaube, das muss man auch irgendwie können abgeben. Ja? Wenn man ja schon so ein bisschen dann Vorstellungen hat, dann gibt man die einfach weiter, aber der ist ja vom Fach, der muss das doch. Ja, wir haben außerdem auch von unserem Wohnort, wo wir wohnen, wo wir zu Hause sind, 3,5 Stunden entfernt geheiratet. Also wir konnten gar nicht jeden Tag vor Ort sein oder irgendwas regeln, klären. Wir mussten halt immer uns gezielt, wenn wir da sind, auf das konzentrieren, was zu erledigen ist und dann uns darauf verlassen, dass es halt auch funktioniert. Ja. Ja, sehr cool. Ich danke euch. Okay. Ja. Wir werden im nächsten Video noch kurz über die Flitterwochen und Planungen der beiden sprechen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Come with me, girl, I know a place where the green grass grows in a sunny embrace and we can get away.